Das Börsenjahr 2023 hat für hohe Kursgewinne gesorgt. Es neigte sich ja dem Ende. Ganz vorne mit dabei die sogenannten Mighty Seven. Welche dieser sieben Aktien meiner Meinung nach auch in 2024 performen wird und wo ich Korrekturpotenzial sehe, das erfährst du in diesem Video. Mein Name ist Thorsten Theth, ich bin der Gründer dieser Seite Aktienfinder.net. Es geht ums langfristige Investieren. Wir haben viel uns mit Dividendenaktien auch beschäftigt in den letzten Monaten, als die am Boden lagen. Jetzt sind viele von diesen Aktien wirklich auch gut gekommen. Lasst uns jetzt mal über die sogenannten Mighty Seven sprechen. Mighty Seven, das sind hier die Aktien Meta, Amazon, Apple, Microsoft, Google, beziehungsweise ja, Alphabet, Tesla und Nvidia. Erweiterte Fangemeinde sozusagen. Was man hier sieht, ist eine Auswertung von Goldman Sachs Anfang November, aber es ist immer noch aktuell. Man sieht hier den S&P 500, damals noch um 19% zugelegt, jetzt glaube ich sind es um die 22%. Und man sieht aber auch, ohne die Mighty Seven wäre die Performance nur bei plus 6% gewesen. Und die Mighty Seven selbst, nämlich diese Dick-Schwergewichte im S&P 500, die sind um 71% in Summe gestiegen. Das ist also erstmal was uns interessieren sollte, denn bei den Mighty Seven handelt es sich hier nicht gerade um kleine Aktien, sondern handelt es sich um gestandene große Dickschiffe mit soliden Bilanzen allesamt und mit Burggräben und funktionierenden Geschäftsmodellen. Also im Prinzip genau das, was wir suchen als langfristige Investoren. Und einige dieser Aktien, wie beispielsweise Microsoft, in denen bin ich selbst schon sehr, sehr lange investiert und freue mich über sehr hohe Kursgewinne. Nichtsdestotrotz, einfach die jetzt alle zu kaufen und zu sagen, es wird so weitergehen, ist fahrlässig meiner Meinung nach. Denn man muss schon gucken, wo es heiß gelaufen ist und wo, glaube ich, noch Rendite zu erwarten ist im Börsenjahr 2024. Da würde ich mal sagen, let's go. Wie immer an der Stelle, ich habe auch keine Glaskugel. Also, wenn ihr dann überlegt, euch eine Aktie zu kaufen, macht euch vorher bitte Gedanken. Ja, keine Kaufempfehlung. Wie finden wir die Mighty Seven? Ganz einfach. Im Aktienfinder sortieren wir absteigend nach der Marktkapitalisierung und dann sind die Mighty Seven ganz oben. Es handelt sich hier nicht ganz zufällig um die sieben Unternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung. Wir haben hier wieder die üblichen Verdächtigen, die wir gerade genannt haben. Und in diesem Video machen wir Apple, Microsoft, Alphabet und Amazon. Und dann im nächsten Video machen wir den Rest mit Nvidia, Tesla und Meta, sonst wird es zu lang. Ihr werdet aber auch feststellen und wahrscheinlich erstaunt sein, wie einfach es ist, die Spreu vom Weizen zu trennen, das heißt zu überlegen, ist die Aktie heiß gelaufen oder nicht. Also Apple wäre die Aktie Nummer 1 und interessant hier auch zum einen natürlich auch die Kursgewinne. Da seht ihr, dass auch alle langfristig gute Investments gewesen sind und auch hier auf die Jahresperformance, nicht year-to-date, Jahresperformance, auch alles zweistellig bis dreistellig, Nvidia sogar. Okay, Apple. Bei Apple ist erstmal interessant, was entscheidet, ob wir in die Aktie jetzt noch investieren oder ob sie heiß gelaufen ist. Die Bewertung für uns als langfristige Investoren, nicht die Charttechnik, die Bewertung. Die Bewertung sehen wir in diesen Spalten hier. Da sehen wir zum einen mal die Multiples, KGV auf dem Bilanzierten, auf dem Bereinigten, wie das Kurs-Cashflow-Verhältnis und das KUV. Und dann sehen wir davon abgeleiteter faire Wert, das heißt, ob die Aktie über- oder unterbewertet ist. Wenn wir hier was Grünes haben, dann also Minus davor von den Ziffern, Zahlen, dann ist es tendenziell unterbewertet, immer auf die letzten 10 Jahre bezogen, durchschnittliche Bewertung der letzten 10 Jahre und dann gucken wir, wie es aktuell bewertet. Minus heißt, es ist günstiger bewertet als im Schnitt der letzten 10 Jahre, plus heißt, es ist höher bewertet. Und was wir sehen bei Apple, ganz klar höher bewertet und zwar fast egal, was ich nehme, zwischen 80 und 90% höher bewertet, wenn ich nach der Dividendenrendite gehe, sogar 180% plus. Gucken wir uns das Ganze mal an. Qualitätscheck machen wir nicht viel. Wir sehen einfach, wie die Gewinne die ganze Zeit steigen, wie hier wir sehr solide Bilanzen haben. Also super, das steht außer Frage. Wenn wir uns die Performance angucken, jetzt gehen wir auf Year to Date, machen das Ganze logarithmisch und dann haben wir hier eine Rendite eingefahren von 59% Year to Date. Wenn wir uns jetzt die Multiples anschauen, dann sehen wir, wie die Aktie quasi heiß gelaufen ist, beziehungsweise heiß läuft. Das nennt man KGV. Ja, wie nennt man das? KGV-Expansion, genau. Wir hatten lange Zeit KGVs von um die 12, 15 und jetzt sind wir bei über 30, sind wir bei 31.
Und es baut sich diese Überbewertung auch noch relativ langsam ab. Das sieht man auch hier sehr gut. Und wenn wir jetzt dann auf den fairen Wert gehen, dann sieht man noch ein bisschen mehr. Was nämlich hier ganz interessant ist, here again, das aktuelle KGV auf den bilanzierten, auf den bereinigten Gewinn 32. Und was jetzt entscheidend ist, das ist, ob dieses hohe KGV gerechtfertigt ist. Wir sehen hier erstmal das KGV von der Vergangenheit. Das deutet ja schon auf die Überbewertung hin, wo wir oben gesehen haben, bis zwischen 80 und 90% Überbewertung. Aber es kann ja sein, dass der Gewinn extrem stark angezogen ist und jetzt sehr viel dynamischer verläuft als in der Vergangenheit, sodass Apple auch eine sehr viel höhere Bewertung verdient hat, fast doppelt so hoch. Und wir sehen auch tatsächlich, dass wir hier einen Gewinnsprung haben. Was aber interessant ist, ist, dass wir dann hier im Jahr 2022 und vermutlich auch dann im Jahr 2023 für das Geschäftsjahr eine Seitwärtsentwicklung haben, also sprich Stagnation. Und normalerweise, wenn wir sowas sehen, dann ist, nachdem der Kurs extrem stark anzieht, haben wir dann normalerweise wieder fallende Kurse. Dann kommt eine Korrektur, weil der Gewinnanstieg ja nicht das ist, was sich die Investoren erwartet hatten, als sie hier die Aktien gekauft haben. Und noch interessant, also das Interessante ist, dass wir trotzdem auf Allzeithoch sind. Das ist ein scheinbarer Widerspruch. Wenn wir jetzt noch ein bisschen in die Zukunft gucken, dann haben wir die Schätzung der Analysten und die gehen von hohem einstelligen Wachstum aus. Um die 8%. Und wenn wir jetzt in die Vergangenheit gucken, dann sehen wir, dass es sehr viele Jahre gab, wo Apple zweistellig und mehr gewachsen ist, vor allem hier hinten. Da hatten wir Wachstumsraten zwischen 40, 60% beim Gewinn. Und da war Apple bewertet teilweise mit KGVs von 15 oder nur 12. Und jetzt haben wir 8% Wachstum, aber haben KGV von 32. Ich glaube, ihr wisst mittlerweile, worauf ich hinaus will. Die Aktie ist verdammt teuer. Also, wenn wir den fairen Wert einfach mal einblenden, hier, basierend auf der Bewertung, der durchschnittlichen Bewertung an der Börse, die letzten 10 Jahre haben wir eine krasse Überbewertung hier, da wäre der faire Wert aktuell bei 115 US-Dollar. Was man jetzt natürlich machen kann, ist zu sagen, okay, wir nehmen mal nur ab dem Jahr 2020, das heißt ab dann Coronas mit dem Corona-Hype und dann wird die Bewertung um einiges höher sein, sagen, das hier ist quasi die alte Welt, das hier ist die neue Welt, jetzt seht ihr gleich, wie der faire Wert anzieht und zwar beträchtlich, man kann auch so machen, dann sieht man es auch nochmal sehr schön, dann wäre jetzt aber noch der faire Wert von 2019 drin, will ich eigentlich nicht haben, machen wir mal so, also da sind wir jetzt schon wirklich positiv dabei, würde ich sagen, dann zoomen wir mal hier ein bisschen rein. Und dann seht ihr, dass der faire Wert hier bei knapp 160 US-Dollar liege, weil das durchschnittliche KGV für die Rechnung des fairen Werts dann bei knapp 26 liege. Aber da wir auch relativ schwaches Wachstum haben und dann auch nur der faire Wert nur mit rund 8% steigt, analog zum Gewinn, haben wir hier sogar bis 2026 immer noch eine extrem mickrige Renditeerwartung dann von jährlich 0,9%. Und das auch nur mehr oder weniger noch der Dividende zu verdanken. Und, aber über, für die nächste und übernächste Geschäftsjahr dann hätten wir nur sogar Korrekturpotenzial. Das heißt, dass wir damit rechnen müssten, dass, wenn die Aktie korrigiert, wir erstmal auf Buchverlusten setzen. Tja, das ist Apple. Apple ist meiner Meinung nach kein Kauf momentan, weil die Aktie einfach heiß gelaufen ist. Wie sieht es mit der nächsten Aktie aus? Das wäre Microsoft. Auf den ersten Blick, wenn ihr hier die KGVs vergleicht, ist Microsoft sogar noch teurer als Apple. Und wir sehen auch hier, dass wir tendenziell eine Überbewertung haben. An der Stelle, also die reinen Multiples sind höher als bei Apple. Was den fairen Wert Überbewertung angeht, ist sie niedriger, weil in der Vergangenheit offensichtlich auch schon Microsoft höher bewertet war als Apple. Gucken wir uns jetzt mal Microsoft an. Auch hier Qualitätscheck über alle Zweifel erhaben. Microsoft haben wir schon oft analysiert. Ich möchte da ja jetzt nicht ins Detail gehen. Wenn wir uns die Performance anschauen, dann sehen wir ungefähres Apple-Niveau, 56% Performance gemacht in diesem Jahr. Wunderbar. Wenn wir uns die Multiples anschauen, sehen wir ähnlich wie bei Apple die sogenannte KGV-Expansion. Microsoft, noch nie waren sie so teuer wie heute mit einem KGV von um die 37. Was wir hier allerdings sehen, ist, dass wir deutlich schneller das KGV abbauen, dank steigender Gewinne, als beispielsweise bei Apple der Fall ist, basierend auf den Analystenschätzungen selbstverständlich. Auch noch interessant vielleicht an der Stelle,
wenn wir uns mal hier die Entwicklung des KGVs anzeigen zwischen Microsoft und Apple, bis jetzt auf die letzten 10 Jahre, dann sehen wir, dass Microsoft in der Regel, vor allem hier 2014 bis 2019, lag eigentlich sogar noch länger, lange Zeit eine starke, also deutlich höher bewertet war vom KGV her als Apple. Und dass wir jetzt erst hier in 2022 teilweise einen Gleichlauf bekommen haben tatsächlich. Da waren die Aktien gleich hoch bewertet, hier beispielsweise im September Microsoft 26,3 und Apple 25,5. Jetzt hat es wieder ein bisschen getrennt und was wir hier sehen, aber es ist immer noch relativ nah, und was wir hier sehen, das ist, dass obwohl das KGV von Microsoft höher ist, aktuell wird es voraussichtlich schon hier in 2025, Mitte 2025 günstiger sein, weil Microsoft ein dynamischeres Gewinnwachstum hat als Apple. Und können wir jetzt in den fairen Wert rein und legen jetzt erstmal einfach so hier den fairen Wert bereinigt drüber. Das sehen wir ebenfalls erstmal basierend auf der Bewertung, durchschnittliche Bewertung der letzten 10 Jahre, eine extrem krasse Überbewertung. Und jetzt machen wir das Gleiche wie bei Apple. Wir nehmen mal das Jahr 2020 und berechnen dann den fairen Wert basierend auf diesen durchschnittlichen Bewertungen an der Börse. Da hätten wir dann einen 29er KGV im Vergleich zu 37. Bei Apple waren es um die 25. Und hier haben wir jetzt aber ein Gewinnwachstum prognostiziertes, nicht von um die 8%, sondern von um die 18, hier mal 15, dann wieder 18%. Also Pi mal Daumen doppelt so hoch. Dann könnte man auch eigentlich sagen, Pi mal Daumen ist auch eine doppelt so hohe Bewertung gerechtfertigt wie bei Apple. Sie ist aber nicht doppelt so hoch. Das KGV liegt bei 38 knapp. Wir könnten jetzt auch noch ein bisschen konservativer die Aktie bewerten hier. Wenn wir jetzt hingehen und für die Bewertung zu Rate ziehen, hier nach den Abschreibungen, hier ab 2018, dann sinkt es ein bisschen, machen wir mal, sind wir noch etwas konservativer unterwegs. Das war noch die Balmer-Periode, wo es halt Abschreibungen gab mit Nokia etc., wo es noch nicht so gut gelaufen ist, da war die Aktie noch zu Recht etwas günstiger bewertet. Und dann gehen wir jetzt mal wieder rein hier mit dem Zoom. Dann hätten wir jetzt hier einen fairen Wert, Mitte 2024, Schätzung auf laufende Geschäfte von 311. Und was wir hier hätten, wäre dann eine Renditeerwartung nicht von 0,9%, sondern von 6% jährlich. Also schon mal deutlich höher, als es bei Apple der Fall ist. Hätten aber auch hier erstmal noch etwas Rückschlagspotenzial. Das heißt, bei Microsoft kann ich mir gut vorstellen, Kauflimit zu setzen. Übrigens auch bei Apple habe ich sogar gemacht. Ich wollte einfach mal informiert werden, wenn die Aktie wieder auf 160 US-Dollar korrigiert. Bei Microsoft könnte man auch ein Kauflimit setzen für eine kleine Korrektur um zu 310 US-Dollar vielleicht, wo dann so der faire Wert fürs laufende Geschäftsjahr wäre. Nur als Beispiel und dann gestaffelt zum Beispiel einsteigen. Gut, nächste Aktie. Nächste Aktie, beziehungsweise nächstes Unternehmen, wäre Alphabet, hat 2 Aktien, ich glaube die C-Aktie da oben und die A-Aktie. Wir gucken mal die hier an, ist nämlich eigentlich egal, welche wir nehmen. Qualitätscheck etc. Wie immer, über alle Zweifel erhaben, inklusive Bilanz und allem drum und dran. Die Alphabet-Aktie hat knapp 50% zugelegt, also leicht weniger als die anderen beiden, aber immer noch sehr gut gelaufen. Wenn wir hier die Bewertung uns mal anschauen, erstmal anhand der Multiples, da sehen wir, dass Alphabet viel günstiger ist als die anderen beiden Aktien, während die KGVs zwischen 32 und 38 haben, haben wir hier ein KGV von nur 20. Und wenn wir uns jetzt hier auf den fairen Wert mal konzentrieren, dann sehen wir hier, dass wir hier eine Unterbewertung haben, die relativ nah beieinander liegt, ist egal, welche Aktie ich nehme. Und das ist da schon ein krasser Unterschied im Vergleich zu den gigantischen Überwertungen da oben. Gehen wir mal auf die Multiples, um einen Eindruck zu kriegen. Da sieht man auch sofort, dass wir hier nicht das Muster hatten oder haben, dass wir bei Apple und Microsoft sehen mit der KGV-Expansion, sondern dass wir hier eher mittelwert sind und hier relativ volatil sind und es relativ oft auch die Aktie sehr günstig zu haben war. Beispielsweise hier
um den Jahreswechsel, wo alle Aktien am Jahresanfang noch deutlich günstiger bewertet waren und dann sind sie stark gestiegen. Dasselbe auch bei Alphabet, allerdings hier lediglich angestiegen auf das durchschnittliche KGV hier der letzten 10 Jahre. Wenn wir jetzt mal Microsoft und Apple dann noch reinnehmen und mal ein bisschen gucken, dann sehen wir übrigens, dass ganz früher, 2006, Alphabet teurer bewertet war, aber auch noch hier, sogar in 2014 bis 2017 war Alphabet die teuerste Aktie gewesen, war also deutlich teurer noch bewertet als Microsoft. Alphabet 28er KGV damals gehabt, Apple nicht mal halb so hoch mit 13,7 und Microsoft hatte 20. Und dann hat sich das hier umgedreht. Natürlich haben wir hier auch Hypes von den Microsoft jetzt profitiert, wie KI beispielsweise. Und bei Alphabet wird es eher als Bedrohung gesehen, die werden eher als Nachzügler wahrgenommen. Aber Alphabet hat ja Google Bard beispielsweise und auch Gemini, die KI-Sprache jetzt, mit der man dann gegen die KI programmieren kann, schon herausgebracht. Und Bard beispielsweise, kann ich jetzt nur als Konsument sagen, hinkt ChatGPT für mich nicht hinterher. Und das Werbegeschäft, ich denke nicht, dass die Leute aufhören zu googeln, sondern dass es sich das einfach halt wandelt und das Alphabet in die KI, in seine Suchergebnisse und in die User Experience, Steigerung der User Experience einfach einfließen lassen wird und da mit Werbung weiterhin Geld verdienen kann. Das ist meine Meinung, grob gesagt. Also KI hilft dann, die Werbung effizienter auszuspielen, besser messbar zu machen und so weiter. Wenn wir jetzt den fairen Wert uns anschauen, dann sehen wir erstmal hier einen kleinen Gewinnknick, aber erst nachdem hier wir ein überproportional starkes Gewinnwachstum haben, jetzt geht es auch wieder bergauf, holen wir uns mal den fairen Wert bereinigt hier rein, dann sieht man schön, hier kann man die 10 Jahre auch gerne lassen bei der Bewertung und man sieht, dass es sehr gut mit dem Kurs harmoniert. Da wird es auch keinen großen Unterschied machen, ob ich das auf die letzten 8 Jahre verkürze, weil wir hatten ja gesehen gehabt, dass das KGV dann, dass wir hier keine KGV-Expansion haben. Und jetzt sehen wir hier, dass wir einen fairen Wert haben, basierend auf der Schätzung für das laufende Geschäftsjahr, was ja bald zu Ende ist, das ist noch ein Quartal quasi in der Schätzung drin, 143 US-Dollar und der faire Wert liegt bei 134 US-Dollar. Das heißt, die Aktie ist leicht unterbewertet. Renditeerwartung dann hier bis Ende 2025 jährlich 19%. Also das ist eine ganz andere Größenordnung, wie wir es beispielsweise bei Apple und Microsoft haben. Das hier lasse ich extra weg, weil man hier nochmal einen dynamischeren Gewinnanstieg erwartet und ist mir jetzt zu unsicher. Wir haben aber auch hier Wachstumsraten, ähnlich wie bei Microsoft, nicht ganz so hoch, eher um die 15-16%. Bei Microsoft war es so an die knapp 18%. Und dafür aber nur ein KGV von 20. Das heißt, Alphabet wäre aus meiner Sicht tatsächlich ein Kauf und da könnte ich mir noch vorstellen, dass die Aktie auch im Jahr 2025 weiter performt. Insbesondere dann, wenn der Markt dann zu der Überzeugung gelangt, dass das Geschäftsmodell von Alphabet nicht bedroht ist, weil durch KI, sondern dass KI einfach nur eine Unterstützung ist. So. Das waren jetzt mal die ersten 3 Aktien, die sind wir jetzt durchgegangen und ich würde dann Amazon, Nvidia, Tesla und Meta im nächsten Video machen, damit es nicht zu lang wird, ungefähr auf die gleiche Art. Wäre jetzt natürlich mal für mich interessant, wo ihr oder wie ihr jetzt die Aktien seht, die wir gerade besprochen haben, Apple, Microsoft und Alphabet, wie glaubt ihr, dass die 3 Aktien im Jahr 2024 performen werden, beziehungsweise welche dieser 3 Aktien ist euer Favorit? Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ihr wisst ja dann schon, worum es geht. Ciao.